Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time in Pod, ja. Wir gehen mal kurz mit Adi spazieren und dann machen wir das mal erstmal. Dark, genau, Dark war's. Das war gratis bei Epic und dann habe ich das gespielt. Als Horrorspiel. Okay, ach, jetzt sitzt er da, weil irgendjemand nicht gekommen ist. Okay. Why not? Ich stelle mal kurz diesen Blumenkübel da in mein Haus. Ah ja, das habe ich gespielt, das war interessant. Also falls du Bock drauf hast, gönn dir. Es ist halt irgendwie, da haben sich so die Welten gedreht und es war irgendwie so ein Traum irgendwie und dann war alles über Kopf und oh, der Auftrag ist vorbei. Schade. Dann suche ich mal kurz Fehler und dann gehe ich zu Carol. Schau gerade mal rein. Ja, es ist, weiß nicht, ob es Science ist. Es ist schon interessant, aber muss man mögen, sowas. Ah, und da oben. Viele gefunden. Okay, und das sieht halt leider echt so komisch aus. Warum sieht das da oben so komisch aus? Ich denke mal, es ist ein Fehler, aber ist es nicht. Okay, das war irgendwie der Fehler. Oh, Higgins ist auch da und sucht die Fehler. So, ich bin schon eins weiter als du, Bitch. Sie hat von der anderen Seite angefangen. Dann natürlich nicht. Aber ich bin fertig. Mit wem sollte ich denn Freundschaft schließen, damit wir vielleicht heute ein Spieldate mit denen ausmachen? May. Mach mal mit May doch ein Spieldate aus. Dann können wir sie auch mal ein bisschen pushen. Warum habe ich gerade 6 Zuschauer? Habe Fragen. Ich spiele einfach so, es ist 17 Uhr und ich habe voll viele Zuschauer irgendwie gerade. Läuft. Carol, hier. Okay, du wirst es mir zuschicken. Warte auf Mitteilung. So, jetzt muss ich aber kurz heim und da wieder was zum Essen hinstellen, wenn ich wüsste, wo May ist. Als du dich erschreckt hast bei YouTube, ist schon funny. Ja, ich habe mich dauerhaft erschreckt. Ich bin richtig schreckhaft. Meine Werkstatt morgen in der Früh. Kriegst du hin? Perfekt. Also ich bin richtig empfindlich bei sowas. Aber wir können ja, also ganz ehrlich, wenn wir zufällig genau die 500 Follower, was wir nicht schaffen, an Halloween zusammenkriegen, dann machen wir halt einfach ein Halloween-Special, wo ich ein Horrorspiel spiele und eine Runde rumkreische, wenn euch das glücklich macht. Und dann kreische ich aber richtig. Okay, da rennt McDonald's. Ich suche eigentlich gerade Ack. Dass ich denen noch was zu essen hinstellen kann. Vor denen das Essen ausgeht. Gut. Dann brauchen wir mal Bahn. Und dann gehen wir mal ganz kurz ein Essen. Und dann hole ich mir einfach mal hier. Davon haben wir 21 und das kann ich richtig easy machen. Nein, ich wollte es da hinzufügen. Ja, warum sitzt sie dann nur da? Ich habe doch hinzufügen. So ist. Essen. Okay, das war creepy. Ah, hier sind diese Ständer da leer. Ich wollte mich da jetzt mal einmal hier getrocknete Aprikosen machen und auf der anderen wollte ich diesen getrockneten Fisch machen, falls es möglich ist. Okay, ja, wenn wir auch mal 5 machen für Pinky. So, der alte Computer ist fertig. Fürs Museum. So, dann kann man das auch gleich machen. Fürs Museum. Dir aufgegessen? Ich möchte mein Schwert nicht den Tisch hinzufügen.
Okay, irgendjemand ist aufgestiegen. Ich kann nicht genau sagen, wer, aber irgendwer ist aufgestiegen. Ah, jetzt möchte Adi doch noch was machen. Ja, perfekt. Princess? Princess spazieren Princess? gehen? Want to go Ja, fishing? natürlich. Oh, Spiel mit Mel beendet, aber die kann ich ja gleich wieder suchen. Geh zur Euphoria-Wüste. Das sind doch diese Events, wo ich auch immer mit der anderen hatte, mit der Emily. Soll ich mir jetzt 100 Accounts machen? Hauptsache, die haben was zu essen. Ich glaube, du brauchst ja keine 100 Accounts, du brauchst nur 50, glaube ich. Die Anzeige von Stream da bestimmt nicht. Sind, ich glaube, 47 bräuchte ich. Also, oder du motivierst Menschen. Das kannst du auch bestimmt machen. Hauptsache, die Commands. Da freut sich mein Bot wieder. Ach, wenn mein Bot halt nur was zu sagen hat. Ich mach den Weg frei für Ardit. Ah, werden hier angegriffen. Ardit, Hilfe. Hilfe. Ardit, mach doch was. Soll ich hier mit allen Wüstentruppen allein klarkommen? Du stehst daneben und denkst dir so, ja, Gift ist doch positiv. Schlangengift, das heilt doch. Ich zeig dir noch andere Games und du hast 48 und später. Ich möchte aber keine anderen Games machen, weil diese Games mir mehr Spaß machen. Du machst es echt sympathisch. Was rumschreien in den einen Video. Also wie gesagt, also wenn du hier irgendwie 47 Leute findest, dann gibt es zu Halloween völlige Hingabe. Oh, jetzt brauche ich dir keine Talismänner mehr schenken. Bin so froh, dass es dich gibt. Oh. Ich gehe mal da oben rein. Wenn ich eh schon in der App bin, gibt es ja nicht. Oh, die Computer sind. Leute, abonnieren mal alle. Es liegt auch in deiner Entscheidung. Ja, und außerdem andere Spiele. Wenn ich zum Beispiel, mir wird ja auch gesagt, so, ja, spiel Minecraft. Taylor soll mein Horror-Game zocken, und das leid. Also, wie gesagt, Halloween. Unter, keine Ahnung. Keine Ahnung, wenn ich irgendwelche Drogen genommen habe oder so, können wir das machen. Oder hier schmeißen wir so ein bisschen Alkohol rein, irgendwie. Ist ja Halloween. Mache ich eine, immer, wenn ich mich erschrecke, trinke ich einen kurzen. Aber ich glaube, Trinkspiele sind verboten hier, oder? Darf ich auf Twitch Trinkspiele machen? Darf ich mich auch. Also, ich mache ja kein Trinkspiel. Ich mache ja. Ich trinke ja dann immer nur so Orangensaft. Spaß. Darf ich auf Twitch mich besaufen? Oder finden die das nicht so cool, wenn ich dann mal so einen kurzen trinken würde? Distanziere mich von Drogen. Ich weiß, Least das Go einen Monat haben wir. Ich kann es ja jemandem schreiben, der gerne Werbung für mich immer macht. Und der, wo mir hier echt immer viel hilft und so. Ich kann ihn ja mal schreiben von dieser Idee und vielleicht findet er das so geil, dass er das unterstützen möchte. Und dann schauen wir mal, ja, mach mal. Ja, kann ich nach der Folge mal machen. Okay, da oben ist ein Raketenmodell, aber Raketenmodell habe ich schon. Schneide leider zurzeit jeden Tag, sonst würden die Leute mal in meinen Garten kommen. So, dann gibt es einen Horror-Stream, genau. Dann gibt es einen Horror-Stream und die Wiederholung wird dann auf YouTube hochgeladen. Und ich werde einfach nur schreien. Dauerhaft. Das wird super. Wie gesagt, das können wir gerne machen. Gibt es einen Horror-Stream? Alternativ kann ich mich hier auch verkleidet hinsetzen. Gibt halt keine Facecam, aber ich sitze hier verkleidet. Das wäre doch was für den 1. April oder Fasching oder so ein lustiger Scherz. Ich hock mich hier verkleidet hin, aber mich kann keiner sehen. Dürfen wir das Game entscheiden, wenn es kostenlos ist oder nicht mehr als 5 Euro kostet, ja. Ja, für das Feeling. Wollt dieses Jahr Halloween als Teufel gehen? Weil ich hoffe, ich werde nicht wieder krank. Letztes Jahr war ich krank an Halloween. Das war so kacke. Weißt du, wollte ich feiern gehen, wollte ich richtig heftig einen wegkippen irgendwie, weil ich hatte Ferien. Und dann war ich krank. Das war richtig scheiße. So als Minigame.
Ich hätte eins, wo echt geschrieben wird, Alter, nein. Also ich schreie nicht, ich möchte nicht absichtlich auch noch rumschreien. Euch werden eh die Trommelfälle platzen. Wir machen das halt auch nicht den ganzen Abend, sondern keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so. Weil ich möchte dann feiern gehen, tatsächlich, dieses Halloween. Dieses Halloween, da gehe ich feiern, da komme, was wolle. Fangen wir halt schon um 7 Uhr oder so an mit dem Stream, dann machen wir eine Stunde oder so. Und um 8 Uhr hau ich ab in die Stadt. Glaub mir, scheint es nicht so schlimm, aber ist anders, ist krass. Okay, das kenne ich nicht, es ist gratis. Ich mag Dinge, die gratis sind, heute schon mal erwähnt. Also wie gesagt, ich werfe Until Dawn. Also Until Dawn wäre richtig krass, aber ich glaube, ich schaffe es nicht, meine PlayStation hier irgendwie zu verknüpfen, dass ich hier wirklich ein PS-Stream mache. Okay. Geh mal raus. War heute nicht so der erfolgreiche Tag. Wir müssen May noch finden. Das wäre auch krass, ja. Also Until Dawn, da wäre ich voll dafür, vor allem ich kenne mich da voll gut aus. Aber alle würden sterben. Nee, ich habe es ge tatsächlich geschafft, ohne dass irgendjemand stirbt, glaube ich. Ich glaube, ich habe das geschafft. Also am Anfang, das kannst du ja nicht verhindern. Aber ja, Until Dawn, ich glaube, das war wirklich PS4 only, weil wenn ich das halt in Steam mir holen könnte, dann würde ich das jetzt schon mal auf meine Wishlist setzen. Und sobald das halt dann billiger wäre, würde ich es mir dann holen. Aber ich glaube, das gab es nicht in Steam, weil es habe ich schon mal geschaut. Aber warum zockst du es nicht einfach just for fun? Weil ich übel schreckhaft bin. Okay, das ist Ursula. Ich dachte, vielleicht ist es May, weil ich May ja noch brauche. Du meinst, die ist bestimmt in der Tafelrunde. Gäbe es das auf Steam, das hätte ich auch schon, okay. Ja, wie gesagt, Until Dawn habe ich selber ja schon durchgespielt, weil ich tatsächlich, als ich, keine Ahnung, noch nicht volljährig war und sowas nicht spielen durfte und nicht anschauen durfte, war ich voll der Horrorfan. Inzwischen habe ich Angst vor allem. Chance, dass ich irgendwie schreiend irgendwo sitzen höre, als dass ich ein Horrorspiel wenn mir einen Horrorfilm anschaue. Aber ich weiß noch damals, guten alten Zeiten. Ah, ich habe echt schon viel. Die habe ich auch noch nicht, glaube ich. Gut, dann suchen wir mal die gute May. Ich finde das so scheiße, dass ich die alle nicht auf der Map sehe. Ich sehe praktisch nur meine Freunde und die May ist noch keine Freundin. Das möchte ich zwar ändern, aber sie weiß es noch nicht, dass ich das ändern möchte. Ah ja, wie gesagt, wir müssen mal schauen. Okay, Higgins ist da, Mars ist da. May! Ich habe gehört, wir wollen spielen. Meine Werkstatt morgen früh. So. Dann mache ich jetzt meine Maschine und gehe mal schlafen. Ja, wir müssen halt mal schauen. Also vielleicht mache ich den Stream so oder so, aber ich finde es krasser, wenn wir da irgendeine fette Aktion auch so machen. Erstens, dass das alle mitkriegen, dass ich das zocke. Aber wenn ich das halt für zwei Leute zocke, weiß nicht. Wollen noch viel mehr Leute, glaube ich, den Spaß haben, dass ich einfach dauerhaft am Schreien bin. Ja. So. Eisen haben wir dann genügend auf jeden Fall. Okay. Es läuft noch, aber ich mache gleich noch mal ein paar Qualileder. Ach so, ich habe dann keinen. Achso, nee, ich kann nur 7 machen, weil dann die Warteschlange voll ist. Okay. Dachte ich schon. Mach das mal weg. Und dann können wir eigentlich schlafen gehen. Also hier kann ich noch irgendwas Gutes machen. Warte, wie viel Dünger habe ich noch? Ich muss unbedingt Dünger kaufen gehen. Ich muss sowas von Dünger kaufen gehen. Härte, dann nehmen wir vielleicht mal. Komm, ja komm, lass nochmal 50, das passt. So. Okay, dann läuft Alu. Dann gehen wir mal schlafen. Mal schauen, was uns da morgen früh so alles erwartet. Okay, passend dazu machen wir auch direkt mal einen Cut.
Und dann sehen wir uns am nächsten Tag vom Portier wieder. Bis dahin, bye.